Erdbeben! Schon wieder Erdbeben, Leute! Das nächste Event kommt, es passiert wieder, es bricht wieder auseinander. Hat er eigentlich nie aufgehört, aber es wird wieder spannend und wir kommen zu unserem nächsten Punkt, wo die Karte auseinanderbricht. Es rumpelt wie verrückt und unser nächstes Ziel, dieses Haus. Epic will dieses Haus zerstört sehen, aber es ist auch verdammt nah dran, neben dem Monsterschädel. Wird das Monster jetzt wieder bald auferwachen? Da gibt es ja jetzt ein paar Story-Elemente und Aufgaben, die wir jetzt in letzter Zeit bekommen haben. Es fehlt also nur noch knapp eine Stufe oder sowas, damit das hier noch auseinanderbricht, das Haus. Lass uns mal das Ganze analysieren. An dieser Stelle natürlich gerne wieder den Like-Button reinhauen, Leute. Ich kann nur Dankeschön sagen, natürlich immer wieder für den Support, auch bei dem Colombo-Fliegt-Video, ne, wo Colombo durch die Luft geflogen ist. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gerne oben rechts aufs i klicken. Aber wie in diesem Video, komm, wieder mal die 4000, Leute. Ne, ist kein Update-Video oder sonst was oder Live-Event, nur ein bisschen Geschichte für die Leute, die sich dafür interessieren. Weil jetzt kommt so die spannende Phase, wo man sich fragt, ne, kommt jetzt irgendwas in dieser Höhle? Werden wir diese Monstergeräusche endlich hören von diesem Monster, was hier drunter ist, wenn der Bohrer so langsam hier dann hindurchgeht oder nicht? Das sollte in den nächsten 1 bis 2 Wochen passieren. Und deswegen schauen wir uns mal an, was der Wissenschaftler dazu sagt. Und apropos Item Shop und Mary Jane, Leute. Ne? Es gibt noch einen neuen Mary Jane Skin, den ich euch im Video zeige. Aber jetzt genau in 2 Wochen sollte die neue Season 2 starten. Und dann gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass, den sich viele von euch holen werden. Und jetzt lohnt es sich, den Code einzutragen. Ne? Würde mich freuen, dass wir da wieder die 10 oder 15.000 Einträge schaffen. Bis dahin, in den 2 Wochen. Ist immer ein knackiges Unternehmen, aber ich hoffe mal. Ne? Ihr könnt natürlich auch gerne andere Creator eintragen. Leute, ne, Hauptsache es ist nicht verschwendet, aber wenn ihr sagt, Kuss Digi, danke für den Support und die Hilfe jedes Mal mit den Videos, dann hey Stunny, mit dem I hinten dran. Und zwar haben wir ja Donnerstag jetzt eine neue Aufgabe bekommen, die wir für den Wissenschaftler erledigen sollten. Und zwar mussten wir Bomben an den Bohrstellen platzieren, damit er endlich diese Bohrer, sage ich mal, beseitigt. Hier mal der Story-Dialog. Wissenschaftler, gib mir den nächsten Quest. Töre. Ich weiß, was du denkst. Oh, großer, mächtiger Wissenschaftler. Warum hast du nichts wegen der vielen Bohrer überall getan? Tja, diese Bohrer waren zu klein, um die seismischen Vorfälle zu verursachen. Aber jetzt ist der Untergrund ziemlich instabil. Ja. Du musst sie also zur Sicherheit der Insel zerstören. So. Also, ihr habt's gerade gehört, Leute, ne? Ach, 4-Kern-Plasma-Motor. Das ist sowas von altmodisch. Genau. Wer benutzt noch einen 4-Kern-Plasma-Motor, ey? Mein BMW fährt schon mit 8 Cores. Ihr habt es gerade gehört. Alright. Und zwar, er sagt, die Bohrer sind zu klein, um die seismischen Aktivitäten gerade auf der Insel zu erklären. Das heißt, es ist irgendein größerer Bohrer gerade unterwegs, der die ganzen Erdbeben verursacht und die ganzen Probleme, ne? Die Sprengladung? Aber... Hoffentlich stabilisiert das die Insel. Lass uns jedenfalls erstmal vorsichtig sein. Nicht bohren, nicht graben, nichts pflanzen und nichts auf den Boden werfen. Nicht? Und diese Story-Mission ist in vielerlei Hinsicht interessant, ne? Die erste Stufe halt, dass er uns sagt, dass er die schon länger loswerden soll, warum die noch nicht losgeworden sind. Aber uns auch gleichzeitig erklärt, dass die eigentlich zu klein sind für das, was da gerade auf der Insel passiert. Dass die ganzen Erdbeben viel zu stark sind für diese kleine Bohrer. Was natürlich das Indiz ist, dass in Covered Canyon diese riesige Plattform, dieser riesige Bohrer ist und von dort aus ja quasi gestartet ist, ne, das ist ja schon logisch, hier gezogen ist und in dieses Gebäude hier rein. Die Frage ist nur, was sucht die IO? Ist es das Monster oder sonst was? Ne, die Frage wiederholen wir jetzt schon zum 10.000. Mal. Aber ne, interessant ist es ja trotzdem allemal. Auch interessant ist aber tatsächlich die IO-Patrouille, die quer über die Karte fährt. Und zwar haben die ein sehr interessantes Verhalten, was ich euch auch gleich noch zeige. Wartet. Muss man erstmal den haben. Okay. So weit, so gut erstmal, ne? Dass das Ganze da hier größer wird und stärker wird. In den Spieldateien gibt es aber auch noch was zu den Erdbebenstufen. Erdbeerenstufen, genau. Ich wollte schon Erdbeerenstufen sagen. Und jetzt muss ich mir im Kopf eine Erdbeere vorstellen, Leute, die ultra gewaltig ist und immer größer und größer und stärker wird. Irgendwie absurder Gedanke. Aber egal. In den Spieldateien gibt es tatsächlich noch weitere Erdbebenstufen. Und zwar apokalyptische Stufe. Ja, das heißt Earthquake Apocalyptic, also apokalyptische Stufe. Yo, es hört sich ja sehr vielversprechend an. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Rumpler, ne? Und ich glaube nicht, dass wir aktuell die apokalyptische Stufe haben. Das Ganze ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Aufbau, die vor sich geht hier. Ne, mit dem, was die IO macht. Und erst wenn wir die gesamte Strecke jetzt hier durch haben, sprich nachdem dieses Haus zusammengebrochen ist,
Und da nicht hier nach der Monsterhöhle vorbeigegangen ist, wo wir hoffentlich wirklich diese Monstergeräusche dann hören, was dann auch natürlich mega interessant wäre. Keine Garantie, keine Ahnung, wie das passieren soll, weil dort eigentlich kein Loch reinkommen soll. Also wo sollen wir dann diese Monstergeräusche hören? Vielleicht ja hier, wenn das Loch auftaucht, das wäre so eine Möglichkeit, denke ich mal. Aber diese apokalyptische Stufe, die wir dann erreichen, sollte dann auch tatsächlich das Erdbeben auf der gesamten Insel triggern. Und ich denke mal, das passiert, wenn wir hier die IO-Basis erreicht haben, was so ziemlich zu Ende der Season sein sollte, dann in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Und dann haben wir auch schon Season 2, Leute. Wird es natürlich auch mit einem wunderschönen Stream geben, wo wir natürlich auch 24 Stunden reinstreamen. Da ist das der Streamplan. Am 19.03. oder wahrscheinlich am 20.03., so wie es aktuell der Fall ist. Also merkt euch, 19. oder 20.03. Aktuell gibt es da leider keine super verlässliche Aussage, wann das wirklich startet. Wegen so ein paar Turnieren, die gerade stattfinden. Und natürlich andere Streams. Und wenn ihr natürlich auf YouTube nichts verpassen wollt, unabhängig von Livestreams, auch gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Würde mich mega freuen. Und ja, natürlich, weil Leute auch fragen, Leute, zum 24-Stunden-Streams könnt ihr euch wieder Battle-Pässe verdienen. Für jeden Sub wird es wieder ein kleines Gewinnspiel geben, der dann, beziehungsweise 400 Bits, die dann die Möglichkeit haben, einen Battle Pass zu gewinnen. So wie die aller 100 Seasons, die wir schon da... Hatte das Haus hier eine Klingel? Das Haus hat eine Klingel. Muss ich nicht. Warum auch immer Holzwerkstatt eine Klingel brauchte. Ditch. Ja, zu Ende ditchen, ne? So nicht hier, Kollege. So nicht. Also, Erdbeben wird stärker. Auch der Wissenschaftler ist bekannt. Also, den 7 ist es bekannt, dass die Erdbeben gerade immer schlimmer werden. Und deswegen müssen wir halt die Bohrer zerstören, damit das Ganze sich beruhigt. Aber irgendwas ist mit den IO-Patrouille los, die gerade komplett durch die Karte fahren. Das war mal eine Verfolgungsjagd, Junge. Ditch. Ein bisschen angeditcht. Ich habe einen Zwerg in der Wand. Lull. Seht ihr? Flum. Während ich diese IO-Patrouille suche, Leute, übrigens, ein neuer Skin-Leak, Mary Jane, die Comic-Variante, kommt jetzt auch in den Shop rein. Also die OG Mary Jane, ne? Aus den alten Spider-Man-Filmen, aus den Comics, soll jetzt in den nächsten Tagen in den Shop reinkommen. Ich würde mal Sonntag die Augen offen halten, auch wenn da vielleicht Mary Jane nicht rauskommt, aber Sonntag sollte ein interessanter Skin rauskommen, der euch gefallen wird. Kann auch sein, dass Mary Jane am Sonntag rauskommt. Mehr weiß ich auch nicht. Zwar diese zwei Kollegen, die quer durch die Karte fahren, Leute. Und die haben ein sehr interessantes Verhalten, meine ich mal, an bestimmten Punkten. Ne, und deswegen sneaken wir uns mal an die dran, kleben uns ans Auto sozusagen und beobachten die wie so ein kleiner Zoo oder so, die gerade hier quer durch die Karte fahren. Oh, da seht ihr zum Beispiel eines der ersten Dinge, die ihr seht. Ne, und die halten Ausschau. Ein bisschen weit weg hier. Ich zeige euch das gleich nochmal im Replay. Aber der eine haltet gerade so ein bisschen Ausschau. Na, hier bei Greasy Groove. Das heißt nicht, dass da jetzt irgendwas versteckt ist oder sowas. Ne, das machen die quer durch die Karte. Und dann steigen die wieder ein, die zwei. Und düsen weiter. Auch tatsächlich über Landstraßen. So, hier nochmal im Replay, ne, dass sie hier mal aussteigen. Und dann sieht man da ein bisschen deutlicher, welchen Emote die eigentlich ausführen. Ne, der zeigt da mit dem Finger so ein bisschen. Guck mal da, Greasy Groove. Aha, da sind die ganzen Schwitzer, Kollegen, ne. Auf jeden Fall, die gestikulieren ein bisschen. Es ist im Prinzip wie Franz und Ferdinand. Vielleicht ist das ja auch Franz und Ferdinand, Leute. No joke, Alter. Vielleicht ist das Franz und Ferdinand, unser Shadow und Ghost Handlanger. Und die kreisen jetzt hier komplett rum, haben sich als IO-Patrouille getarnt und deswegen sind die hier irgendwie total zusammen die ganze Zeit. Die fahren sogar über Landstraßen zwischen Bäumen. Ist auch, denke ich mal, ein kleiner Test für die KI, dass die auch Autos benutzen können. Da hat ja auch Epic Shop ja auch die KI quasi von denen immer weiter hoch. Da, die steigen wieder aus und... Ah, diesmal muss er pinkeln. Na toll, ey. Diesmal muss der Kollege aufs Klo, Leute, und das drückt ganz dolle, so wie es aussieht. Also ja, auch die IO muss mal kurz strollern, Leute. Haben die auch jetzt geschafft. Und ab geht's zum nächsten Punkt. Hier ist zum Beispiel auch, wo die strollern mussten, ne? Da sagt die, what's up, wir kommen ja gleich schon an. Der muss ganz dringend hier im Wäldchen. Ich glaube, das hat aber noch irgendwie zurückhalten können, Leute. So, jetzt hier bei dem Loch wieder angekommen. Und der holt wieder sein Fernglas raus und beobachtet quasi das, was die ausgebuddelt haben, so ein bisschen. Ne? Der Karte, ne, das sieht man im Replay ein bisschen besser. Ich will jetzt nicht den Aggro triggern, aber so,
Da sieht man so ein bisschen, ne? Die steigen wieder ein, haben quasi das Loch mal beobachtet. Jetzt geht es, glaube ich, Richtung Tilted, wenn ich mich nicht täusche. An Tilted vorbeigefahren, erstmal unspektakulär, aber ihr seht es, die kreisen so ein bisschen rum, da wo eigentlich die ganzen Erdbeben passieren, ne? Und jetzt auch Richtung Erdbeben, was aktuell auf der Karte ist, Richtung diesem Haus und natürlich Kato's Schädel. Und schaut mal, was die dort machen. So, wieder angekommen, ne? Oh, Stau auf der Straße. Pumba geht gerade über die Straße. Aber hey, immerhin sind die höflich genug, Leute, dass sie stehen bleiben und natürlich das wilde Leben, das Wildlife hier mal hier passieren lassen. Blöd nur, dass Pumba... Doch, jetzt greift er die an. Ah, oh, jetzt. Oh, no. Was hast du gemacht, Pumba? Toll, die haben mich entdeckt. Na, Mist. Die haben mich entdeckt, Leute. Versuch mal zu flüchten, damit die mal den Aggro verlieren. Ja, so wie es aussieht, haben die sich gesplittet. Einer ist da, einer ist da. Falls ihr euch fragt, warum ich die sehe, ist im Kampflabor, Leute. Das kann man einstellen. Viele kennen das noch nicht oder was weiß ich, kennen sich nicht aus. Und deswegen kann man das einstellen. Leider haben die jetzt wegen Pumba und der Aggro auf mich ihren nächsten Checkpoint quasi geskippt. Der eine fährt jetzt ganz fröhlich mit dem Auto weg, während der andere da die Map patrouilliert. Nun, der wird seinem Namen gerecht. Und jetzt läuft diese eine Mannequin genau an dem Haus vorbei. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Haus wollen oder was auch immer, was sie dort finden. Aber alle schon verdächtig, dass die KI sich irgendwie hier herumdreht. Und dann auch hier nochmal bei dem Loch. Ne? Aber ihr seht es, die schauen nicht unbedingt in die richtigen Richtungen oder zeigen in die richtigen Richtungen. Die machen einfach die Emotes in irgendwelche zufälligen Geschichten. Aber die patrouillieren die Map, beobachten alles. Die Erdbeben werden immer stärker und zerstören immer mehr die Map. Wir sind so nah an der Monsterhöhle dran. Wenn wir jetzt nicht die Monstergeräusche in den nächsten Tagen hören, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es auf jeden Fall würde ordentlich nochmal ein bisschen Spannung reinbringen Richtung Season 2. Aber es dauert auch nicht mehr Richtung Season 2, Leute. Zwei Wochen noch. Auf der rechten Seite findet ihr den fliegenden Colombo. Gerne auschecken, Leute. Es würde mich freuen, wenn dieses Video wirklich mal viral geht und so weiter. Ne? Selbst Glitch King hatte auf dieses Video bzw. meinen Kanal hingewiesen. Nur in der Videobeschreibung. Der hat es nicht angesprochen. Nicht mal verlinkt oder was auch immer. Aber in der Videobeschreibung stehe ich immerhin drin. Ne? Ist auch schön. Und, ne, und gerne natürlich an dieser Stelle den Like-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo-Button und Glocke und gebt mir Flosse. Flop!